So, herbe Rückschläge für viele, viele Tribes. Die Chili-Leute bauen sich wieder neu auf. Sie planen ein komplett neues Floß. Da muss ich mal nachfragen gehen, ob die jetzt wirklich ein neues Floß. Zonenstädte. Ladies, kurze Frage. Hallo. Plant ihr jetzt ein komplett neues Floß nochmal? Ja. Jo. Was macht ihr mit dem alten, was da noch steht? Das ist, Bleibt ja, fast so. Das bleibt unsere. Achso, also ihr baut das nicht mit Katapult wieder um und so weiter? Ja, das Ding ist einfach, das Problem, was du hast, ist, diese Plants, wenn die ausgewachsen sind, sind eine extra Struktur, also können wir quasi an diesem anderen Rough können wir nichts umbauen. Und ja, wir haben da ein Loch in der Decke und können da halt nichts machen. Wir müssen jetzt halt die ganzen Plants abreißen, aber so haben wir halt jetzt ein bisschen Deckung, falls jemand kommt. Ja, gut. Plants. Also ihr benutzt das einfach nur als Base-Produktionsstätte? Ja, als Produktionsstätte. Okay. Falls sowas passiert wie jetzt gerade. Ja. Das neu aufbauen. Aber diesmal lassen wir auch ein bisschen Backup drin. Wenn wir gar nichts mehr. Das ist gut, das ist halt, ja, blöd gelaufen. Ja. So Anlagen werden so tolle Sachen von anderen Leuten gelootet. Man kann halt auch überlegen, das werde ich halt auch gleich nochmal reinschreiben, von daher kann ich euch das auch sagen. Der Spielbereich ist ja jetzt nun relativ klein geworden inzwischen. Ihr könnt halt, also ihr seid ja null verpflichtet, eine Base zu bauen. Ihr müsst ja nicht alles in einem lagern. Ihr könnt das in Tiere verstecken, ihr könnt überall kleine Häuschen hinbauen, wo ein bisschen Loot drin ist, vielleicht ein Equiset, ein Bett, das ihr euch equippen könnt, fix und so weiter. Sowas zum Beispiel, ne? Also. Ja. Da kann man auch immer dran umdenken. Ich werde das auch gleich nochmal, wie gesagt, reinschreiben, sodass keiner dazu verpflichtet ist, Basen zu bauen. Dass man eben überall ein bisschen was verstecken kann. Wichtig ist nur, dass ihr nicht auf die Idee kommt, ein Floß zu bauen, das 20 Meter oder 100 Meter aus dem Meer rauszufahren und da dann Zeug reinzustecken. Ja, da ist es auch nicht mehr sicher. Nee, und da ist es auch nicht unbedingt erlaubt. Der Kraken. Ja, der Kraken. Lebt das der Kraken jetzt noch? Das weiß ich nicht. Na gut, da hast du dich sagen. Aber so wert. Das ist echt ein Mistvieh. Meintest du das eigentlich auch? Du meintest doch irgendwie, es haben zwei Teams was gegen Flöße. Ja. Das war wohl auch der Kraken, ja, ne? Unter anderem, aber das ist sogar das dritte Team so. Also es haben auf jeden Fall andere Leute Ideen gehabt. Okay. Ist aber auf jeden Fall interessant zu sehen, wie erst alle auf Flößen unterwegs sind, jetzt rennen alle an Land, weil sie keinen Bock auf den Kraken haben. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Naja, gut. Aber war halt so, ist halt passiert alles. Ja, dann seht zu, dass ihr da schnell eure Plans wieder an den Start kriegt, ne? Sind wir dabei. Ja, Plans. Haben wir noch Plans? Könntest du nur noch im Inf craften, ne? Ah ja, stimmt. Gibt auch die Mod, kostet ein bisschen Paste halt. Ach, apropos Paste, haben wir eine Shitty? Haben wir Paste? Ansonsten, es kann nämlich sein, dass ihr auf den Inseln, das ist ja der Sinn des Spielbereichs, dadurch, dass der Spielbereich verkleinert wird, angenommen, ihr würdet jetzt hier keine Plants mehr finden können, ich weiß es gerade gar nicht, ob auf dem Vulkan überhaupt Plants sind, könnt ihr sie halt immer im Inf craften, weil Chitin läuft da halt auf jeden Fall auf der Insel leben rum. Ja. Also, das ist nicht das Ding. Könnt auf jeder Insel müsstet ihr in der Lage sein, Plants einfach zu craften. Was macht Volker denn? Er lädt alles vom hungrigen Rudel aus, packt sich's ein. Das hungrige Rudel denn komplett disconnected? Nee. Was ist der denn? Ach, der läuft hier rum und sucht Sachen, während sein Floß ausgeräumt wird. Wo ist er denn jetzt? Ah, okay, hier unten. Ja, treibt sich halt auch noch im Schnee rum. Frage ist, was will er hier noch? Pinguine suchen, vielleicht für ein paar Sticky Nades gerade. Oh, jetzt springen wir mit dem Fallschirm auf ein Floß und dann gucken, was abgeht. Er hat, glaube ich, nicht so die Orientierung vor allem hier auch. Floß steht halt da hinten und wird gerade geplündert. Ends sind nicht ausgewachsen und Volker räumt das einfach komplett leer. Gehen wir mal fragen. Channel switched. Räumst du gerade das ganze Floß leer oder was machst du da? Volker? Ja? Räumst du gerade das ganze Floß leer? Ich nehme das mit, was ich brauche. Achso, nice. Will ich da einfach die ganze Zeit sich bedienen und immer wieder zurückrennen? Ja. Was gibt's denn Schönes da noch zu holen?
Mein Metall ist ausgegangen, Metall haben die hier schön genug. Ja. Würdest dich freuen, wenn sie wieder da sind. Ich hatte auch eben kurz einen Fight gegen den, aber der ist irgendwie abgehauen. Achso. Also er hat seinen Fluss einfach aufgegeben. Ja. Ja, und vor allem die Alpha-Kompis müssen halt jetzt zusehen, wie sie ihre 40 Rhinos aus dem Schnee bewegen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, die haben da tonnenweise Rhinos rumstehen. Ja, alle gebreedet. Ja, ne, teilweise. Das Breeding ist sehr hoch, also die sind auch teilweise getamed. Wir haben halt mit jedem neuen Tame wahrscheinlich, haben wahrscheinlich einfach ein paar Weibchen gefunden. Ja, dementsprechend kehrt jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Ruhe gerade ein. Also, ich schätze mal, Chris und Ardo werden, wenn dann jetzt noch heute jemanden finden. Die anderen bauen sich, denke ich mal, erstmal ihre Death wieder auf. Chris und Ardo bauen tatsächlich, bauen die jetzt da eine Base. Hä? Bauen im Schnee jetzt gerade eine Base auf? Wofür? Muss ich mal fragen gehen. Channel switched. Hey ho, ladies. Hey. Baut ihr euch da gerade eine Base? Ja. Eine Base, die ihr in 3 Stunden nicht mehr betreten dürft? Hä? Ihr seid im Schnee. Bist du nicht im Schnee? Ja, ihr seid aber auf der Schneeinsel. Das ist nicht Insel 2 und das ist auch nicht Insel 9. Was dürfen wir diese betreten werden, Insel 2 und 9 oder was? Ja, ja, Insel 2 und 9 ab nächste Woche Mittwoch 18 Uhr. Ich hab gedacht, die werden geschlossen. Dachte ich ja auch. Nein, Insel 2 und 9. Ach nee, wir sind extra von der Insel drüben her. Insel 2 und 9 sind der Spielbereich. Oh Mann. Das hat aber jeder andere hat das verstanden. Ja, wir waren mit dem Ich hab geschrieben, in Global Insel 2 und 9 werden geschlossen, oder? Nee, du hast nur, du hast glaube ich nur gefragt Insel 2 und 9 oder so. Ja, du hast geschrieben, Insel 2 und 9, oder? Fragezeichen. Oh shit. Ja, komm. Komm, wir bauen neu. Gut, ja, gut. Also gut, dass ich euch das dann immerhin jetzt noch kurz sage. Da habt ihr noch 2 Stunden 45 oder so, dann immerhin Zeit. Mann, was baut ihr für eine Riesenbase, Alter? Ja, damit der Tuso uns nicht nervt. Der Tuso? Ja. Eine Riesenbase. Ja, also, ja gut, aber weswegen ist die Base denn so riesig? Was hat das mit dem Tuso zu tun? Zum Abschrecken. Ach so, zum Abschrecken, okay. Fische-like. Fische-like. Alles klar, kommt jetzt zur Offi-Base. Naja. Ja, die kommt noch weiter. Wir bauen jetzt die ganze Insel 9 zu. Ja, bin ich gespannt. Fände ich lustig. Wäre schon traurig, wenn er jetzt hier PvE stirbt, ey. Jetzt fährt er los. Oh, fährt aber knapp los. Ah, ob da jetzt Nades fliegen? Ah, die lassen los. Hau rein, Shinichi. Hau rein, Shinichi. Shinichi will snipen oder was hat er vor? Ah, und da hat er einen kassiert. Und da kam noch einer hinterher. Und er macht einen Abgang. Macht mal rein. Wir machen gar nichts. Julius geht da nicht rein. Wenn er da reingeht und einer mit der Shotgun direkt hinbringt. Sagen wir so, ich glaube, wenn da einer drin wäre, wäre er jetzt bereits tot. Ich glaube auch. Also weiter. Ja, ich weiß nicht, ob wir nicht was genug haben. Ja, lass auch. Wir sind so toll. Also wir haben halt nicht mehr so viel wie vorher.
dem kompetenten Call. Spezielle wir ja Leute, das da. Im kompetenten Call, alles klar. Ja, wir haben was gedroppt. Ja, warte, der war kompetent. Coole Leute. Gibt's denn für einen kompetenteren Call als einen Spectator? Sei denn, Max ist Spectator, ist der Call scheiße. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, wer den umgebracht hat, oder? Quiz bestimmt, oder? Brauchen wir noch Chichin Keratin? Ja, nimm damit, halt mit. Ja, damit ist komplett Hunt Tribe ausgeschieden. C-Simplex, Julius. Ach, C-Simplex und GLG, alle raus. Lass uns halt mal hier nicht so lange aufhalten, dass wir halt nochmal gucken können, halt ja, ein Stück weiter. Ne? Brauchen wir Holz? Nee, oder? Ja, keine Ahnung. Wieso haben wir einen Stego-Sattel? Du bist 41 Arbor. Das weiß ich auch nicht, das sollte er eigentlich nicht haben. Kannst mal droppen, wir, bitte. Ja, aber kannst du eben brauchst du eh nicht, ne? Warte mal, wenn wir es droppen sollen, können wir auch Huni und Michael fragen, die droppen gern. Nein. Oh Mann, ey. Die haben halt echt unser halbes Warp gedroppt. Ja, die haben, glaube ich, ein bisschen was mitgenommen und haben halt. Ich glaube, Huni hatte sogar noch gefragt, ist es assi, wenn man was hinschmeißt oder so? Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, musst du halt wissen. Also, Holz ist halt in den Fortschritts. Aber wenn er halt nicht das Wichtigste mitgenommen hat, so, dann schmeißt er halt den Rest wahrscheinlich auf den Boden. Können wir einen Preis für die Dümmste-Aktion? Da muss ich mal nachfragen, was die Dümmste-Aktion ist. Was genau ist die Dümmste-Aktion? Komm, klick einfach auf uns, dann siehst du's. Fang nicht an zu lachen. Ich hab noch 23 von 100, ich schaff's auf jeden Fall noch vor 20 oder 15 hier rauszukommen. Ja, das ist nice, also... das kann man... Das kann man mal als Thumbnail benutzen, glaube ich. Sag, Moment, bewegt euch nicht. Ach nee, geht ja. Doch, man kann sich bewegen. Kannst du dich mal hinstellen? Irgendwie kriechst du bei mir. Ich kann nicht aufstehen. Ja, der ist kriechend reingelaufen. Ich bin laufend reingelaufen. Also ich kann gar nichts machen. Warte, ich kann sogar hier. Warte, salutieren. Na, okay, nee, warte, das ist okay. Das andere. Warte, was ist das? Nee, die Wave ist das Gute. Ich will hier raus. Scheiße. Wie lange braucht das jetzt noch? Also das Ganze dauert nur 1800 Sekunden. Also knapp über 30 Minuten. Hängen wir hier drinnen. Wie lange hast du noch, Apfel? Also ich bin jetzt schon bei... Okay, ich bin bei 13, hä? Also eigentlich müsste das ein bisschen schneller gehen. Sagen wir es so, habt ihr zufällig bei irgendwem, also bei Ghost, Kay oder mir oder Michael, Arc aus Maul Season 3 geguckt? Ja, glaub schon. Also Kay hat das nämlich mit Scumbag zusammen auch geschafft. Ja. Standen bei uns auch in der Falle zu zweit. Ich war jetzt oben auf dem beim See da hinten zum Metall raus. Genau. Da du ja schon gerade da ist, du wolltest doch uns doch ärgern, dass wir aus dem Schnee raus müssen, oder? Ja genau, euch speziell ärgern, weil ich euch am wenigsten mag. Nee. Einfach weil der Schnee zu groß ist und es nicht machbar ist, 3 und 10 eigentlich sinnvoll zu trennen. Sonst hätte ich gesagt, wir machen halt nur 3 oder nur 10. Aber da gehen halt Leute dann doch wieder rüber auf die andere. Deswegen habe ich gesagt halt... Wir haben komplett Schnee abgescoutet. Hier baut aus uns keiner. Ja, das weiß ich. Das glaub mir, ich kann besser scouten als... Ja, aber... ja, ich weiß jetzt nicht. Ich wusste jetzt nicht, ob du einen Kommentar dazu abgeben möchtest. Auf jeden Fall... Ja, wir haben hier schön unsere ganzen Plans aufgebaut und jetzt dürfen wir unsere Karawanen in Gang setzen. Richtig, nur sind mehr Tribes tatsächlich an den anderen Inseln zugange. Deswegen hätten halt alle quasi zu euch moven müssen und nicht nur ihr zu denen. Das macht mich los! Stimmt ja dabei was. Jetzt lauf in die nächste, bitte. Ja, so, wie gesagt, das ist halt Punkto 1 so. Punkto 2 ist halt einfach, das ist halt einfach der Schnee. Heißt, alle müssen Fortitude auf einmal skillen, alle müssen sich eventuell Pelz noch besorgen im Nachhinein. Hätten jetzt zum Beispiel 10 Tribes irgendwie von vornherein gesagt, jo, Schnee ist nice, da baue ich, so, dann hätten wir vielleicht im Schnee gespielt, aber der ist halt auch unübersichtlich und so weiter. Und auch sehr, sehr groß und schwierig einzugrenzen, deswegen habe ich halt dann gesagt, gehen wir auf die anderen beiden rüber. Hallo, jetzt habe ich meine knapp 50 Fortitude ja umsonst geskillt. Kannst du eine Mindwipe noch basteln? Ist ja nicht das Problem. Solltet eher zusehen, dass, was ihr mit euren ganzen Rhinos macht. Ja, die nehmen wir irgendwie mit. Wir suchen jetzt ja dann auf die kleine Insel da drüber zu kommen. Ja, dann viel Erfolg. Hoffentlich werden die nicht alle weggefarmt, ne? Weil alleine ist ein Rhino halt nicht so sinnvoll. Das ist eigentlich nur stark mit Reiter. Ja, und mit Yuti.
Und dann fetzt es. Vielleicht könnt ihr euch die irgendwo halt als Reserve auf dem Floß parken oder sowas. Ich weiß es ja nicht. So dass ihr die vielleicht nicht alle gleichzeitig drauf pfeift, weil sonst splacen die halt Spikes und die ganzen Rhinos gehen halt drauf. Die sind halt so viele mal los. Ja, das bringt nichts. Du kannst ja nicht drauf sitzen. Ich knall die da gleich runter. Ja. Back den dann die. Oh, shit. Nein, du kannst es umfeeden. Ich geh doch hoch. Ja, das Ding ist, der schießt ja, nicht da drunter. Ich bin doch ihnen dran. Lauf doch kurz weg. Der ist doch nicht hinter beiden. Der kann nicht auf zwei schießen. Ich bin doch da. Ja, ich bin dafür, wir bauen hier eine Base, Alter. Ja, dieser scheiß Kraken, ne? Ich mach jetzt mal ein paar Bolas klar hier und dann gehe ich raus und bola. Ja, die X-Plants müssen auswachsen, das dauert. Guck, aber hier kommt er nicht ran an die X-Plants, ne? Ja, das ja, ist halt das letzte Eck. Aber ja, der ist halt so close dran, da hinzukommen. Ich weiß nicht, wenn das. Keine Ahnung, also. Aber die können gerade auch nichts machen. Die haben, glaube ich, selber keine Granaten. Ja, sonst hätten sie schon längst gesprengt. Aber vielleicht machen sie gerade das. Wo ist das Raft? Ach nee, das steht da vorne. Macht eine Flinte oder sowas. Ja, ich habe gerade schon geschaut, aber uns hat das Zeug gefehlt. Wir haben halt die Ressourcen aufgeteilt in zwei Rafts. Das ist halt scheiße. Oh, ich muss dringend was essen, sonst kippe ich hier gleich um. Also ich werde nichts sagen, und wenn die hier zum Auslocken bleiben, ne, dann ja. Bin ich ja hart am Arsch. Weil ich brauche erstmal 10 Minuten zum Einloggen. Ja, ich auch. Aber meine Rüstung ist jetzt auch weg. Ich feede mal. Mike, kannst du kurz übernehmen? Jo, ich feede gerade auf Dings. Ich muss was essen und muss rein. Die sind beim Lagerfeuer. Alter, wie hat der mich jetzt gegrabt? Warte, ich komm. Ich knapper den. Jetzt hat er mich auch. Ja, jetzt hat er mich wieder. Interesting fight auf jeden Fall. Der drückt mich unter Wasser. Ich beiß den die ganze Zeit. Der drückt mich unter Wasser. Hier ist noch ein Scuba irgendwo, ne? Kannst du irgendwie draufknabbern oder so? Ah, der macht mir viel mehr Damage. Ja, ich muss weg als Spieler, aber der wird mich jetzt nicht mehr spielen. Ah, ich hab keine Stamina mehr von Rex. Ja, ich werde dippen. Ja, diese Krake ist einfach viel zu behindert. Wir müssen weg vom Wasser, würde ich sagen. Ich ertrinke jetzt. Ich komme nicht mehr hoch. Wir brauchen eine. Alles gut. Ah, ja, ich will gar nicht mehr respawnen, ey. Am liebsten. Wir haben halt nichts, um die fighten zu können. Gar nichts. Ja, ihr baut mal eine Waffen drin. Könnt ihr was machen? Ja, dabei. Ja, gut. Ich habe jetzt gleich zwei Flinten fertig. Einfach noch Flinten. Die können doch nicht viel machen dann. Mhm. Können genauso wenig machen. Ja, du kannst halt nur am Felsen rennen, weil dieser Kraken halt quasi eine Range von 100 Metern hat. Nein, ich habe keine Rüstung. Ich muss dringend rein, ich sterbe hier gleich draußen links. Komm rein. Einer muss den Rex gleich übernehmen. Ja, ich bin jetzt erst respawned. Ich mache hier gerade schnell Flinten für uns. Ja, Michael, bist du drinnen? Wieder. Von euch muss einer den Rex jetzt übernehmen. Muss rein. Ja, gut, ich bin gleich tot, Jungs. Ja, einer muss rein. Komm mal. Einer muss den Rex übernehmen, sofort. Ich hab halt nur das. Ich hab drei Flinten fertig. Ich hab halt nur das, sonst hab ich nicht. Egal. Alter, der Rex hat ja gar keinen Stamina. Bleib am Wasser. Wie bleib am Wasser? Ja. Ola, weiß ich auch nicht. Sehr guter Tipp. Mann, ey. Ich hab noch 4 Minuten. Ja, wenn die hier bleiben, sind wir am Arsch. Also, keine Ahnung. Können wir nichts tun. Oh ja, ich kann den schützen. Der ist unbemannt. Der nicht, dass gleich ein Spieler hier reinläuft. Der grabbt, der hat sich dann da ist einer direkt close am Rough. Ja, ich sehe. Zwei Leute. Ich kann halt nicht hin. Das sind drei Leute hier unterwegs. Oh, der hat mich aus dem Rough gegrabbt, Alter. Wie geht das denn? Ich werde genadet. Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Hat er dich aus dem Rough gegrabt? Ich werde genadet. Die werfen mit Nades auf meinen Hintern. Ich hab Bock, Alter. Alter, ich. Das Ding ist so scheiße. Ja, die werfen. Jetzt haben sie Nades. Also jetzt haben sie Nades. Kleiner. Ja, ich wollte ja. Ich hab nichts zu essen hier mehr, scheiße. Ja, ich kann höchstens mit dem Raft noch wegfahren, ne? Kein Alter, Fleisch, ich seh doch, wie diese scheiß Krake da lungert, ey. Ich hab so keinen. Bist du noch in dem Raft drin? Wenn der mich jetzt wegrappt, dann kannst du Tür zu machen und einfach wegfahren. Kennst du am Endstadion, ey. Nee, ich verreck gleich.
Scheißviecher, Alter. Braucht dringend was zu essen. Wie lange haben wir denn noch? Ich hab noch 10 Sticky jetzt ist quasi Ende. Ja. Ja. Mach jetzt Save Roll zweimal und dann geht's aus. Are you ready for this?